Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Spitzenspiel vom 18. Spieltag aus der Premier League. Manchester City empfängt Leicester City und das wird richtig spannend werden, denn da geht es um Platz 2. Erst der Verfolger von Liverpool und Manchester City muss auf jeden Fall mal langsam hier Punkte machen. Sie wollen es mit dieser Mannschaft probieren. Ederson im Kasten, davor Walker, Stones, Fernandinho und Zinchenko. De Bruyne ist dabei, Silva, Aguero und Sterling vorne im Sturm. Im Mittelfeld außerdem noch Rodri und Silva. Klingt schon mal nicht so schlecht. Aber sie haben auch eine gute Mannschaft inzwischen wieder. Eine eingespielte Mannschaft, die von Leicester City. Und die sieht wie folgt aus. Schmeichel im Kasten haben wir ja schon gesehen. Das sind 4-3-3. Berra, Van Evans, Soyuncu und Chilwell, Tielemans, Ndidi und Madison im Mittelfeld und vorne im Sturm Perez, Vardy und Barnes. Jo, und dann starten wir doch mal hier in diese Preview rein. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, Kanal-Abo noch. Und dann schätzungsweise, wie ich es richtig gesehen habe, fängt Manchester City an. So ist es. Manchester City beginnt diese Partie. Spielt in hellblauen Trikots mit weißen Hosen von links nach rechts. Leicester City in grau von rechts nach links. Und da ist schon mal Silva. Bernardo Silva. Auf Walker. Aber erstmal ein Fehlpass. Und wir springen in die 12. Minute. De Bruyne auf Rodri. Silva wieder. Rodri, De Bruyne, Rodri. Walker, Rodri, da ist Silva, 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 1-0, 14. Minute, der Kapitän macht es persönlich. Und wie er schön den reinschlänzt, Schmeichel, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er wirklich da was dagegen machen kann. Vielleicht schon. Ich würde eher gegen Nein tendieren. Und Pep Guardiola, ui, wie der ausflippt hier. Aber es ist halt ein wichtiges Spiel, auch für ihn. Und ja, David Silva macht also hier ein wichtiges Tor. Wir springen hier 17 Minuten und Leicester City kommt jetzt mal. Sie sind aufgewacht wahrscheinlich durch den Führungstreffer von Manchester City. Da ist ein Didi. Tielemans, Ndidi, Madison, das war Barnes. Und Vardys Schuss wird geblockt von Stones. Das war gefährlich. Können wir hier nochmal sehen. Ja, und Stones rettet erstmal zur Ecke. Wir springen aber in die 28. Minute und Manchester City greift mal wieder an mit Aguero. Aguero, da hinten kommt Silva, aber er ist halt kein Kopfspieler, ne? Kopfballspieler. Das sieht man hier mal wieder. Und der Pep Guardiola kann auch anders. Das hatten wir hier in dieser Zeitlupe gesehen. 36. Minute und die Gäste greifen mal wieder an. Kombinieren sehr gut, Vardy. Waren es das? Das waren Madison. Madison macht das 1-1. Aus dem Nix. Ein Pass in die Schnittstelle rein und da steht Madison perfekt. Ja, der kann Ederson aber auch den vielleicht halten, denn der war nicht so wirklich fest geschossen. Aber Madison macht es hier und jetzt geht es wieder bei 0 los in diesem Topspiel. Und er kann es nicht fassen. Guardiola ist sauer. Was passiert jetzt noch in der ersten Halbzeit? Wir sind auf jeden Fall schon in der Nachspielzeit und Man City greift mal wieder an. Mit Sterling. Von ihm gar nichts zu sehen. Silva. Rodri, De Bruyne, Rodri, ja, ein bisschen handballmäßig, aber so ist auch das erste Tor entstanden hier. De Bruyne, Soyuncu blockt ab und jetzt geht es in die Halbzeitpause. Also 1-1 geht es hier
vom Feld für beide Teams. Als erstes hat David Silva getroffen, dann Madison, und bei ihm ist auch nicht viel los, genau wie bei Sterling. Beide sind noch nicht in der Partie drin. Die 45 Minuten sehen so aus. 3:1 Schüsse direkt aufs Tor von den Gästen aus Leicester City. Dafür 60% Ballbesitz fast von City. Nächstes Spiel morgen, 12 Uhr, Düsseldorf gegen Union Berlin. Könnt ihr gerne einschalten, wird bestimmt ganz witzig. Zweite Halbzeit läuft und Leicester City hat angeschossen. Sie spielen jetzt von rechts nach links und es geht ein Wechsel. Roti raus, Gündogan rein bei der Heimmannschaft. Das ist von Guardiola mal eine Ansage, denn ihm war es vielleicht bei Rodri zu offensiv und zu auslesbar. Denn Rodri will ja eher Tore schießen, Gündogan kann alles. Und wir springen die 56. Minute. City greift an mit Aguero, da ist Silva. Aber Schmeichel hält den Klär zur Ecke. Super, super Parade. Können wir hier nochmal sehen. Reißt seinen Arm noch hoch und sichert sich somit ein Pluspunkt. David Silva geht runter, der Torschütze zum 1:0. Phil Foden, der junge Engländer, kommt für ihn dafür auf den Platz und soll jetzt hier also ein bisschen das Spiel beleben. Aber wir sehen erstmal, dass Leicester City angreift in der 75. Minute. Da ist Vardy. Da ist Ederson. Brett bleibt hängen. Und wir haben es gehört, Walker geht runter. Wir sind in der 80. Minute. City greift an. Mit Aguero. De Bruyne. Ans Außennetz. Der hätte vielleicht nochmal in die Mitte gehen müssen, damit es safe vielleicht ein Tor wird, aber so. Ja, geht ans Außennetz. 85. Minute. Leicester City jetzt wieder. Also, beide Teams wollen hier den Sieg. Leicester City, Vardy. In der Mitte ist kein Tor. Oh, Riese Webers! Und Ederson klärt nochmal zur Ecke. Riesen Bock hinten von der Verteidigung. Und dann schaltet letzter Stürmer Pereira, ist glaube ich, sofort und schießt auf Ederson. Aber er kann halten. 88. Minute, wieder Leicester City mit Vardy. Da ist Perez, stimmt, Perez ist es. Brett, Perez, yes, macht das! 2:1 in der 90. Minute für die Gäste aus Leicester City. Und das ist jetzt ein herber Schlag für die Heimmannschaft von Man City und Guardiola. Aber schöner Doppelpass hier. Und dann zieht er ab, Ederson aus dieser Entfernung, keine Chance. Minute, also Perez mit der Führung. Was macht Man City noch? Können sie noch mal dagegen ein Tor setzen? Ist die Frage. Wie kriegen sie beantwortet? Erstmal nicht, denn wir sind schon in der Nachspielzeit und es geht erstmal ein Einwurf nur für die Blauen. Silva. Da kommt aber keiner mehr. So, Yunchi hat ihn. Und das Spiel ist aus. Also, Leicester City gewinnt 2:1 gegen Manchester City in Manchester. Und das ist nochmal eine Überraschung. Und deswegen freuen sich auch die Gäste so. Sünchi und Perez. Zwei der vielen, die heute ihre Leistung gebracht haben. Ja, und somit hat Man City jetzt noch mehr Probleme gegen Liverpool im Meisterschaftskampf. Da sehen wir nochmal die Torschützen. Jetzt gucken wir uns die 90 Minuten Statistiken an und die sehen wie folgt aus. Zwei zu sieben Schüsse für die Gäste, dafür 56% Ballbesitz fürs Manchester, 2:2 Ecken,
Ein verdienter Sieg für die Gäste. Und das war die Preview hier vom Topspiel. Manchester City gegen Leicester City. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mit dem Deutschen umfreuen. Ein Kanal-Abo noch und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview morgen um 12 Uhr wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.